Girls Don't Cry Musik aus Dirty Dancing hier in Radio Oberösterreich. Sagen Sie, kennen Sie das? Ein Hund und so ein Mensch, die sich scheinbar blind verstehen, bei denen der Hund fast sowas wie ein Schatten des Menschen ist, der Mensch aber keine lauten Kommandos, kein Herumgewichtel braucht, um sich durchzusetzen. Solche Paare gibt's, wenn auch relativ selten. Wie der Weg dorthin funktionieren kann, damit beschäftigt sich seit Jahrzehnten der Hundetrainer Bernhard Kainz, auch bekannt als der Hundeschweiger. Er hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Projekt Rudelführer, Untertitel Führen ohne Dominanz. Ja, das heißt, dass man eigentlich jetzt da auf der einen Seite keine Gewalt und so weiter braucht und aber auch nicht den Hund jetzt mit Leckerli und so locken muss. Wir schauen, dass wir rudelmäßig kommunizieren mit dem Hund. Habe ich da jetzt herausgehört, dass Sie von den in vielen Hundeschulen so beliebten Leckerlis nicht maßlos viel halten? Na, für den Alltag und in der Problembehandlung bin ich nicht begeistert von Leckerli. Wiederum in der Trickschule oder jetzt für Prüfung, Hundeschule, dort ist das legitim. Aber im Alltag, wie gesagt, in der Kommunikation eher nicht, weil ich mich da selber zurücknehme. Und das Leckerli übernimmt eigentlich die Führung. Aber wir sollten ja einen Hund führen, ich als Sozialpartner des Rudels. Bernhard Kainz hat den Beinamen der Hundeschweiger und zwar nicht umsonst, denn bei ihm gibt es im Alltag nicht nur keine Leckerlis, sondern auch kaum Kommandos. Na eben auch da rudelgerecht, weil im Rudel wird ja auch einerseits kein Leckerli verwendet, das Leite oder starke Tiere haben jetzt nicht ein Leckerli zum Locken, die gehen ja erst auf die Jagd, um Futter zu fangen und genauso gibt es auch keine Kommandos und darum auch Schweigen, weil ich meine Führung nicht auf Kommandos aufbaue. Man kann zwar mit dem Hund reden, so wie ich sage, ganz normal wie mit einem Menschen. Er spürt unsere Energie dahinter, unsere Emotion. Aber ich brauche ihm jetzt nicht befehlsmäßig was schaffen, weil das wäre wieder keine Kommunikation, das wäre Konditionierung. Projekt Rudelführer, Führen ohne Dominanz, heißt also das neue Buch von Hundeschweiger Bernhard Kainz. Und ein Exemplar habe ich jetzt für Sie da unter 0732 60 60 60.